Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserer Präsidiumssitzung und während unserer Bundesvorstandssitzung im Präsidium und im Bundesvorstand an zunächst die Spitzenkandidatin der Hamburger FDP, Frau Katja Suding, für den Stand des Wahlkampfes berichtet. Sie soll es auch hier sein. Ich gebe Frau Suding das Wort. Zunächst danach Guido Westerwelle zu den aktuellen anderen politischen Themen. Ja, vielen Dank. Ja, die FDP hat in Hamburg einen Neustart gemacht. Die Stimmung ist gut. Wir spüren, dass die Menschen die FDP wieder in der Bürgerschaft wollen. Wir setzen drei Themen nach vorne. Das ist Bildung, Familie und Mittelstand. In der Bildungspolitik ist die FDP Hamburg der Garant dafür, dass der Volksentscheid vom letzten Juli 1:1 umgesetzt wird und dass die Einheitsschule nicht auch noch durch die Hintertür eingeführt wird. In der Familienpolitik setzen wir uns für eine Stärkung der frühkindlichen Bildung ein und dafür, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum in Hamburg haben, damit wir den massenhaften Wegzug von Familien ins Hamburger Umland endlich stoppen können. Und in der Wirtschaftspolitik setzen wir neben Hafen und Industrie ganz gezielt auch auf den Mittelstand, darauf, wo die Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze geschaffen werden. Hamburg ist nämlich nicht nur Hafen und Industrie, sondern auch Handel, Dienstleistung und Kreativwirtschaft. Ja, wir werden mit einer starken Fraktion in die Bürgerschaft einziehen und dann werden wir Gespräche führen mit beiden Partnern, mit der CDU wie auch mit der SPD. Und am Ende werden wir entscheiden, mit welchem der beiden Partner wir mehr liberale Inhalte umsetzen können. Ja, vielen Dank. Ich darf das anknüpfen und auch ergänzen. Das war das erste Mal, dass Frau Suding heute im Bundesvorstand teilgenommen hat und auch berichtet hat. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, wie gut der Wahlkampf in Hamburg auch läuft. Vor allen Dingen merkt man, dass eine sehr neue, frische Mannschaft in Hamburg mit Frau Suding an der Spitze auch Hamburg aufmischt, auch die anderen Parteien alt aussehen lässt und aufmischt. Und man muss eben sehen, ob das jetzt Rot-Grün war oder Schwarz-Grün war. Das sind beides dieselben Politikansätze gewesen, die wir mit einem Neustart in Hamburg auch überwinden wollen. Wir haben darüber hinaus heute im Präsidium im Wesentlichen uns mit drei Fragen befasst. Natürlich der aktuellen Lage im Nahen Osten, insbesondere was die Entwicklungen in Ägypten angeht. Zum Zweiten haben wir ausführlich über Europa und über die europäischen Perspektiven gesprochen. Und zum Dritten haben wir uns berichten lassen über den Stand der Verhandlungen zu dem Hartz IV und dem Bildungspaket. Hier ist natürlich auch im Präsidium und im Bundesvorstand ausführlich darüber beraten worden. Zu allen drei Punkten, bevor Sie Ihre Fragen stellen und nachfragen, nur ein paar kurze Bemerkungen. Ich will mit der Frage Ägypten beginnen. Es bleibt dabei, dass wir als Demokraten an der Seite von demokratischen Bewegungen stehen. Aber es bleibt auch dabei, dass die Frage, wer das ägyptische Volk regiert, eine Angelegenheit, die ausschließlich das ägyptische Volk entscheidet. Wer die Meinungsführer Ägyptens sind, das ist eine Frage, die muss von den Ägyptern selbst entschieden werden. Die Ägypter, das ist ein stolzes Volk mit einer langen Geschichte. Das ist eine starke Mittelschicht, die gerade jetzt auch auf die Straße gegangen ist für neue Zukunftschancen und Freiheitsrechte. Und in dem Augenblick, wo der Eindruck geweckt würde, dass diese Freiheitsbewegung eine Angelegenheit des Auslandes oder des Westens wäre, würde man diese demokratische Bewegung empfindlich schwächen. Das gilt es zu vermeiden. Und deswegen werden wir mit Rat und Tat bei diesem Umbruchprozess behilflich sein. Wir werden Angebote machen. Wir wirken darauf ein, dass es keine Gewaltanwendungen gibt, dass insbesondere die Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit auch geschützt wird. Nicht nur geduldet, sondern auch aktiv geschützt wird durch die Sicherheitsbehörden in Ägypten selbst. Dem dienten auch die zahlreichen Gespräche, die am Wochenende stattgefunden haben. Aber aus unserer Sicht ist es wichtig, dass jetzt dieser Prozess des Umbruchs, der Prozess des Wandels nicht irgendwann beginnt, sondern dass er jetzt beginnt. Deswegen begrüßen wir ohne Wenn und Aber, dass der Dialog zwischen den Regierungsvertretern und den Vertretern der Opposition begonnen hat, auch wenn er inhaltlich noch keine großen Fortschritte zeigen konnte.
Die Tatsache, dass ein Dialog begonnen hat, ist schon mal ein Wert an sich, denn wir wollen ja einen Wandel, der friedlich verläuft, der also dem inneren Frieden und auch dem äußeren Frieden verpflichtet ist. Hier werden viele historische Parallelen angestellt. Wir wissen nicht, wie diese Entwicklung im Nahen Osten, in der arabischen Welt weitergeht. Eines wissen wir aber schon jetzt, dass die Lage in der arabischen Welt und nicht nur in Ägypten danach nicht mehr so sein wird, wie sie vorher gewesen ist. Und auch, dass wir in Europa unsere Schlussfolgerungen ziehen müssen, zum Beispiel indem wir eine Strategie unserer Nachbarschaft überarbeiten, indem wir eine Nachbarschaftsstrategie mit konkreten Kooperationsangeboten, also einer Transformationspartnerschaft, anbieten und auch gemeinsam in Europa verabreden. Neben Ägypten in der Region etwas weiter entfernt, wollen wir aber auch ein wichtiges Land nicht vergessen, bei dem wir derzeit historische Umbrüche erleben, nämlich den Sudan. Und auch dazu will ich eine kurze Bemerkung machen. Dass das Referendum stattgefunden hat, ist alleine schon ein geschichtsträchtiges Ereignis. Das Ergebnis ist eindeutig. Und dass aus dem Nordsudan heute die klare Bekenntnis gekommen ist, dass man das Ergebnis des Referendums auch respektiert, achtet, das ist von großer historischer Bedeutung. Das gesamte letzte Jahr haben wir uns schon, was das Zustandekommen des Referendums angeht, große Gedanken gemacht, dass das Referendum stattgefunden hat, dass es als Ergebnis eindeutig ist und dass das Ergebnis auch vom Norden akzeptiert wird. Das ist eine historische Nachricht, die neben all dem, was zurzeit im Mittleren Osten, im Nahen Osten stattfindet, nicht vergessen werden darf. Wir haben über Europa gesprochen. Insbesondere ist die inhaltliche Ausrichtung, die von Frau Leutheusser-Schnarrenberger, von Herrn Brüderle und von mir am Wochenende veröffentlicht worden ist, mit großer Zustimmung in den Führungsgremien der FDP bedacht worden. Hier haben wir zwei Kernaufgaben. Wir haben die Kernaufgabe, dass in den nationalen Mitgliedstaaten zur haushalterischen Solidität zurückgekehrt wird. Das heißt, dass wir nicht glauben, man könne eine Schuldenkrise mit immer neuen Schulden bewältigen. Also Haushaltsdisziplin, Strukturreformen auch für gesunde Finanzen in den Mitgliedstaaten, das ist die eine große Aufgabe. Und die andere große Aufgabe ist natürlich, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Und deswegen begrüßen wir, dass in Europa mehr und mehr die Einsicht wächst, dass eine Währung nur so stark ist, so stark die Realwirtschaften sind, die dahinter stehen. Also die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, das ist ein gemeinsames Anliegen. Schließlich und letztens, wir haben natürlich auch umfangreich uns berichten lassen über das, was heute Nacht verhandelt worden ist. Ich selbst habe heute Morgen natürlich auch nicht nur mit unseren Verhandlungsführern, wenn ich heute Morgen sage, meine ich so die Zeit zwischen 3:30 und 4:30, natürlich uns noch einmal ausgetauscht, noch was die Linien angeht. Ich will das nur noch mal ganz klar zusammenfassen und damit wir hier auch wirklich mit Klarheit in die nächste Runde gehen können. Wir sind zu großen Zugeständnissen bereit. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Lage der Kinder beim Bildungspaket verbessert wird. Was wir nicht akzeptieren können, ist, dass die Hartz-IV-Regelsätze politisch gewürfelt werden sollen, nicht mehr an der Sache sich orientieren, sondern politischen Opportunitäten unterworfen werden. Das geht nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat die rot-grünen Hartz-IV-Regelsätze für verfassungswidrig erklärt, weil sie nicht sachgerecht, sondern politisch zustande gekommen sind. Dieser Fehler darf kein zweites Mal gemacht werden. Die Hartz-IV-Regelsätze müssen sich streng an der Sache orientieren, an den wirklichen Notwendigkeiten orientieren, aber sie dürfen nicht das Ergebnis eines politischen Geschachers sein. Das würde auch vor den Gerichten nicht Bestand haben. Und dann würde man ein zweites Mal erleben, dass auch das Verfassungsgericht sein Wort macht. Wir wollen nicht vergessen, die Hartz-IV-Regelsätze wurden von Rot-Grün gemacht. Und es sind diese rot-grünen Hartz-IV-Regelsätze, die vom Verfassungsgericht aufgehoben worden sind. Diesen Fehler
will eine bürgerliche, solide Regierung nicht wiederholen. Das ist für uns ein wichtiges Anliegen. Die Hartz-IV-Regelsätze, wie sie jetzt vorgeschlagen wurden, sie sind angemessen, sie sind ausreichend und sie berücksichtigen vor allen Dingen auch, dass derjenige, der Arbeit aufnimmt, sich besser stehen muss, als wenn er es nicht tut. Mit anderen Worten, es bleibt bei unserem Kernanliegen, auch bei den Hartz-IV-Regelsätzen, wer arbeitet, muss mehr haben, als wenn er nicht arbeitet. Und deswegen will ich noch einmal in Erinnerung rufen, was die tatsächlichen Aufwendungen sind. Hier ist die Rede von 364 Euro. Eine vierköpfige Familie hat derzeit durch staatliche Aufwendungen 1.861 Euro pro Monat. Das ist es, was alles zusammengezählt werden muss. Wir kennen viele vierköpfige Familien, die 1.861 Euro netto nicht zur Verfügung haben, obwohl sie arbeiten. Und deswegen muss eine faire Balance auch stattfinden zwischen sozialer Gerechtigkeit, aber auch Leistungsgerechtigkeit. Denn alles muss erarbeitet werden von den ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, was jetzt mal soeben von der Opposition als Mehrausgabe für höhere Hartz-IV-Regelsätze verlangt wird. Das ist für uns kein gangbarer Weg, dass wir hier politisch würfeln, sondern es muss hier streng nach der Sache zugehen. Es muss um die Angemessenheit gehen und natürlich auch um die Rechtssicherheit. Das ist soziale Verantwortung, die wir wahrnehmen. Bitte schön, jetzt haben Sie gerne die Gelegenheit für Fragen. Zunächst zum Thema Wahlkampf in Hamburg. Eine Frage an Frau Suding. Glauben Sie, dass Sie, wenn Sie so knapp an der 5%-Marke gerade sind, was ja schon Erfolg für die FDP wäre, wenn Sie 0,2% zulegen gegenüber 2008, dass das ein Erfolg ist, der auf Sie zurückzuführen ist oder auf Herrn Westerwelle zurückzuführen ist oder ein Erfolg, der trotz Herrn Westerwelle zustande kommt? Nochmal eingreifend, 2008 hatten wir ein Ergebnis von 4,8, also wir sind jetzt in den Umfragen bei 5. Ich glaube, es wird noch mehr werden, das sagt mir auch die Stimmung und das Ganze ist natürlich immer ein Erfolg von ganz vielen. Wir haben in Hamburg ein ganz neues, junges Team zusammengestellt. Wir wagen wirklich den Neuanfang in Hamburg. Wir haben eine Liste mit jungen und älteren Kandidaten mit Bürgerschaftserfahrung und welchen, die ganz unverbraucht und frisch da reingehen. Und wir haben einen Wahlkampf gemacht oder wir machen einen Wahlkampf, der ganz gezielt auf die Hamburger Themen zugeschnitten ist. Die Bildungspolitik spielte eine ganz, ganz wesentliche Rolle im letzten Jahr. Die Menschen machen sich wirklich Sorgen, dass der Volksentscheid, der ja haushoch gewonnen wurde von den Initiatoren, nicht 1:1 umgesetzt wird, sondern es tatsächlich die Einheitsschule gibt, die ja sämtliche Bürgerschaftsparteien auch so gewollt haben. Das waren ja nicht nur die CDU und die Grünen, da haben ja auch die SPD und die Linken mitgemacht. Und deswegen gibt es eine große Sorge in der Stadt, dass der Volksentscheid nicht wirklich 1:1 umgesetzt wird. Und da war die FDP die einzige Kraft, die an der Seite der Eltern und Schüler gestanden hat und sich wirklich für selbstverantwortete Schulen, für Schulen in Freiheit entschieden hat. Und wir setzen weiterhin auf eine mittelstandsorientierte Politik, ein Wort, was in den letzten Jahren in Hamburg überhaupt nicht vorgekommen ist. Der Senat hat sich vorwiegend um Hafen und große Betriebe gekümmert, hat aber den Mittelstand, nämlich da, wo die Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze geschaffen werden, einfach sträflich vernachlässigt. Und das werden wir ändern. Von daher glaube ich, dass wir durch unseren Wahlkampf ganz gezielt die Menschen ansprechen. Und wir freuen uns über die Unterstützung von Guido Westerwelle, wie auch von anderen Ministern und Kollegen hier aus Berlin. Und ich denke, wir werden da als Team zusammenarbeiten, werden auch als Team den Erfolg haben. Was halten Sie von einer Frauenquote, jetzt nicht in der Wirtschaft zunächst, sondern in Ihrer Partei und vielleicht auch an dem Parteivorsitzenden, ob seine Meinung dazu sich irgendwie geändert hat in letzter Zeit? Ja, ich sehe durchaus das Problem, dass wir nicht so viele Frauen in Führungspositionen haben oder überhaupt in der Partei als Mitglieder, wie wir das gerne hätten. Ich glaube allerdings, dass das Mittel einer Quote nicht das Richtige ist. Wir brauchen da andere Instrumente. Ich glaube, dass insbesondere in der Partei, und da ist Hamburg ein sehr, sehr gutes Beispiel, wir haben bei etwas über 20% weiblichen Mitgliedern
knapp die Hälfte der Frauen im Landesvorstand knapp die Hälfte der Mitglieder im Landesvorstand ist weiblich. Auf unserer Landesliste zur Bürgerschaftswahl kandidieren auf den ersten 5 Plätzen alleine 3 Frauen. Also da sind wir gut aufgestellt und hier im Bund sieht das ja auch nicht anders aus. Wir haben eine Frau an der Spitze der Fraktion, wir haben viele Frauen im Fraktionsvorstand. Ich glaube, so kann es weitergehen. Das ist auch ein Vorbild und das strahlt auch aus, wenn man als Partei zeigt, dass man als Frau hier etwas bewegen kann. Deswegen glaube ich, dass das Instrument Frauenquote nicht das Richtige ist. Nee. Dazu muss ich was sagen. Ich schließe mich allem an, bin derselben Meinung. Also, Sie haben gesagt, Sie ziehen mit einer starken Fraktion in die Bürgerschaft ein und dann werden Sie anschließend mit 2 Parteien verhandeln, mit wem Sie die Koalition bilden. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass die CDU in Hamburg in eine Größenordnung kommt, mit der es plus 5 oder 6 oder 7 es überhaupt reichen wird? Also CDU müsste ja 40 haben und Sie 7, überhaupt, dass sich eine Verhandlung lohnt. Welche Informationen haben Sie, die wir alle nicht haben? Es macht mich gar nicht sicher. Wir werden sehen, die Wahl ist erst in 2 Wochen. Im Moment sieht es tatsächlich nicht so aus, als wenn sich eine rechnerische Mehrheit aus CDU und FDP ergeben wird. Deswegen sage ich, wir werden Gespräche führen mit den Partnern, wo es sich rechnerisch möglich macht. Das sieht so aus, als wenn das im Moment nur die SPD ist. Wir werden Herrn Scholz aber nicht hinterherrennen, sondern haben da auch ganz klare Vorstellungen. Wir sehen schon mit großer Sorge, dass Herr Scholz durch die Stadt rennt und Wahlversprechen macht, von denen er selber wissen muss, dass sie nicht finanzierbar sind. Und wir sagen ganz klar, wir werden nicht in eine Koalition gehen mit einem Vertrag, wo wir unseren Haushalt weiter belasten und noch mehr Schulden machen. Ganz klar, nein. Herr Denkler, hatten Sie noch Nachfragen? Ja, vielleicht so gerade anschließend noch daran, wenn es Ihnen Sorge macht, dass Herr Scholz mit solchen Wahlversprechen durchgehen wird, mit der Erfahrung hat die FDP ja auch Erfahrung gemacht. Also was ist jetzt anders als mein Bundestagswahlkampf 2009? Und nochmal die Nachfrage, ob Sie die Unterstützung von Herrn Westerwelle als Unterstützung oder als Belastung empfinden. Ja, wir haben ganz klare Vorstellungen, ganz klare Vorschläge gemacht, wie wir den Hamburger Haushalt entlasten. Ganz wichtig ist einmal, dass wir die laufenden Ausgaben herunterfahren, dass wir die Investitionen aber auf dem Niveau behalten, auf dem sie mal waren. Das hat die schwarz-grüne Koalition im letzten Doppelhaushalt, der uns vorgelegt wurde, noch ganz anders geplant. Ganz konkret schlagen wir vor, dass wir erstmal bei uns selbst sparen, das ist in der Verwaltung, und dass wir jede zweite frei werdende Stelle nicht wieder besetzen. Da geht es auch nicht darum, dass wir mit dem Rasenmäher operieren, sondern dass wir ganz klar Schwerpunkte setzen, zum Beispiel in der Bildung und in der inneren Sicherheit, dass wir aber schon dafür sorgen, dass Doppelzuständigkeiten, Dreifachzuständigkeiten abgebaut werden, und dann werden wir auch die Mittel dazu haben, um regieren zu können und den Haushalt zu entlasten. Zu Herrn Westerwelle nochmal. Ganz klar, wir freuen uns über die Unterstützung von Herrn Westerwelle. Ja. Wir haben ihn ja auch eingeladen, er war schon mehrfach bei uns und er wird auch nochmal zu uns kommen und ich freue mich drüber. Wir alle freuen uns drüber. Sie haben es jetzt 2-mal versucht. Ich will aber in der Sache nochmal darauf eingehen, was die Frage angeht der Versprechen. Ich kann das nicht nachvollziehen und auch so nicht stehen lassen. Wir haben im letzten Jahr einen Politikwechsel durchgesetzt. Wir haben gleich zu Beginn der Legislaturperiode die Bürger um mehr als 20 Milliarden Euro entlastet. Und das heißt, dass eine 4-köpfige Familie mit einem Monatseinkommen von 3.600 Euro im Jahr etwa 500 Euro mehr hat. Wir müssen feststellen, dass seitdem wir regieren und seitdem der Politikwechsel weg von der Staatswirtschaft, Stärkung des Mittelstandes jetzt beschlossen worden ist, von der FDP durchgesetzt worden ist, wir die Nettolöhne zum ersten Mal wieder erleben, dass sie so stark steigen wie seit 14 Jahren nicht mehr. Menschen haben mehr Netto, nämlich 3,4% höhere Nettogehälter zur Verfügung, weil wir einen Politikwechsel mit durchgesetzt haben. Und in einem muss man sicherlich selbstkritisch auch feststellen, dass wir einiges nicht so schnell geschafft haben, wie wir es uns vorgenommen haben, aber die Richtung stimmt und der Anfang ist gemacht. Und darum geht es auch. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum sich derzeit der Trend wieder in unsere Richtung entwickelt, weil die Menschen sehen, dass das, wofür wir letztes Jahr noch kritisiert worden sind, nämlich unsere Mittelstandspolitik sei Klientelpolitik, genau da wirkt, wo sie wirken soll. Bei mehr Ausbildungsplätzen, bei mehr Arbeitsplätzen. Noch Fragen zu Hamburg jetzt.
Frau Suding, es wird ja jetzt allenthalb spekuliert bzw. sogar behauptet, die FDP in Hamburg läge zu, weil sie sich entschlossen hat, eine junge, hübsche Kandidatin an ihre Spitze zu setzen. Empfinden Sie diese Berichte oder diese Analysen als diskriminierend oder als angenehm? Ist die eine Frage. Die zweite ist, Ihren Worten zufolge steht es ja mehr oder weniger fest, dass Sie in die nächste Hamburger Regierung eintreten werden. Mich würde interessieren, welchen Senatsposten Sie persönlich anstreben. Ja, zu Ihrer ersten Frage. Was wir geschafft haben, ist tatsächlich eine Menge Aufmerksamkeit zu erzeugen, und zwar bundesweit. Und diese Aufmerksamkeit nutzen wir gerne, um über unsere Inhalte zu sprechen, um uns zu positionieren. Und von daher finde ich das nicht als Diskriminierung, sondern als große Chance. Und Sie alle sind hier, hören jetzt zu, so geht es uns. Das ist eine gute Chance, dass wir diese Aufmerksamkeit haben, sind wir dankbar für. Zu Ihrer anderen Frage, das, was ich eben ausgeführt habe, ist, um es nochmal ausdrücklich zu sagen, keine Koalitionsaussage zugunsten der SPD. Es ist eine Möglichkeit, wir sind da offen für Gespräche, haben aber durchaus auch Vorbehalte. Wir haben ganz klar unsere Ziele vor Augen und die möchten wir umsetzen. Und wenn das klappt, dann werden wir möglicherweise in eine Koalition gehen. Was möglicherweise Posten angeht, da können wir uns am besten nach dem 20. Februar nochmal unterhalten. Das ist jetzt für uns nicht zielführend. Wir wollen jetzt erstmal mit einem guten Ergebnis in die Bürgerschaft einziehen. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, in Anbetracht dieser sehr visualisierten Frage, die Sie gestellt haben, dabei, hat sich eigentlich mal jemand über die Plakate von Herrn Scholz Gedanken gemacht? Ich meine, Herr Scholz sieht auf den Plakaten aus, als würde er Reklame für Peek und Kloppenburg machen. Da gibt es auch niemanden, der sich darüber Gedanken macht. Also ich finde, da muss man fair bleiben. Dann kommen wir zu den Themen Ägypten und Sudan. Bitte, Mona. Zu Ägypten, Herr Minister, Sie sagten, es ist wichtig, dass der Transformationsprozess jetzt und nicht irgendwann beginnt. Können Sie ein bisschen konkreter werden, was freie Wahlen angeht? Ist es sinnvoll, dass freie Wahlen bald stattfinden, oder ist es aus organisatorischen Gründen notwendig, dass es Zeit zur Vorbereitung für die Opposition gibt, damit das dann fairer zugehen kann? Das ist eine der bedeutendsten Fragen für den demokratischen Wandel, oder ich sollte besser sagen, für den Wandel in Richtung Demokratie. Wir wollen einen demokratischen Wandel und wir wollen einen geordneten Wandel, genau damit die Demokraten auch eine Chance haben. Und es muss erst einmal die Chance auch bestehen, von oppositionellen Kräften sich zu organisieren, sich auch mit ihren Meinungen herauszubilden, sich in der Gesellschaft bekannt zu machen, Verbündete in der Gesellschaft für sich einzunehmen. Und das geht nicht innerhalb von einer Woche, sondern das braucht auch einen angemessenen Zeitraum, über den ich mir kein Urteil erlaube. Aber es ist wichtig, ein demokratischer Wandel und ein geordneter Wandel. Wir wollen, dass es einen demokratischen Wandel gibt. Und damit am Ende die Demokraten gewinnen und nicht autokratische Vorstellungen oder vielleicht sogar extremistische religiöse Fundamentalisten, ist es wichtig, dass auch die ganz normale Mittelschicht die Gelegenheit hat, sich zu organisieren und sich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern bekannt zu machen und auch Unterstützung und Verbündete im Volke zu finden. Weitere Fragen zum Thema Ägypten? Ich will eine Sache noch Ihnen ergänzen, damit das noch nicht missverstanden wird. Wer regierungsseitig diesen Wandel gestaltet, wer seitens der Opposition im Wandel Meinungsführer ist, das ist eine Angelegenheit des ägyptischen Volkes selbst. Herr Petersen, was noch dazu? Nicht zu hart. Dann noch jetzt zunächst mal zum Themenkreis Europa und der Euro. Europa, Herr Fassi? Oder ist Ihr Vorstand und im Präsidium, sind Sie sich da alle einig, dass Sie den Vorschlag von Frau Merkel und Herrn Sarkozy unterstützen, in der EU eine Wirtschaftsregierung zu installieren, und zwar nur der Euro-Länder, nicht aller 27 EU-Mitglieder. Eine Wirtschaftsregierung als Wort lenkt die Gedanken und die Bewertungen in die falsche Richtung, weil der Eindruck entstehen könnte, als ginge es darum, eine Regierung zu bilden, die quasi über allen nationalen Regierungen stünde. Wir wollen aber einen Staatenbund,
Wir wollen eine Europäische Union. Und wir haben ja keinen Bundesstaat, wo eine Regierung in Europa allen anderen Nationalstaaten und nationalen Regierungen übergeordnet wäre. Deswegen bin ich mit diesem Wort nicht einverstanden. Und ich kann auch nicht erkennen, dass es so von uns seitens der Regierung vertreten oder vorgeschlagen worden wäre. Was wir brauchen, ist eine stärkere wirtschaftliche Koordinierung, damit zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit steigt. Und wenn wir keine Wettbewerbsfähigkeit in den nationalen Mitgliedstaaten haben, dann haben wir auch keinen starken Euro. Das ist der eigentliche Zusammenhang. Wir haben in Wahrheit ja keine Euro-Krise in Europa, wir haben eine Schuldenkrise. Und eine Schuldenkrise, die wesentlich auch etwas mit mangelnder Wettbewerbsfähigkeit zu tun hat. Deswegen teilen wir auch nicht Überlegungen, dass Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit reduzieren müsste, damit andere aufschließen können, sondern es ist wie in einem guten Wettbewerb, man muss sich immer an den Stärksten orientieren. Das ermutigt alle, gute Ergebnisse auch zu zeigen. Offen, diese Koordinierung zuerst auf Euro-Länder-Ebene oder insgesamt? Das muss jetzt besprochen werden, natürlich auch mit den Partnern insgesamt. Ich weise ganz allgemein darauf hin, dass wir das Element der strukturierten Zusammenarbeit nach dem Lissabon-Vertrag ja ausdrücklich unterstrichen haben. Wir haben ja jetzt nach dem Lissabon-Vertrag die Möglichkeit der strukturierten Zusammenarbeit. Mir ist als Außenminister eines wichtig. Immer müssen alle eingeladen sein, beim Vernünftigen mitmachen zu können. Alle Länder, die in der Europäischen Union dabei sind, müssen die Chance haben, mitmachen zu können. Noch Fragen zu diesem Gebiet? Dann kommen wir zu den Planungen der letzten Nacht zum Thema Hartz IV. Herr Kirschner. Herr Westerwelle, ich habe Sie richtig verstanden, was die Regelsätze angeht. Bei 5 Euro Erhöhung ist Schluss, da geht nichts weiter. Ich sehe nicht, dass eine weitere Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze ein gangbarer Weg ist. Ich sehe es deshalb nicht, weil das alles auch erarbeitet werden muss, genau von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die mit ihrer Arbeit auch mehr haben möchten, als wenn sie nicht arbeiten würden. Und wir nehmen hier vor allen Dingen auch Arbeitnehmerinteressen wahr und sorgen gleichzeitig dafür, dass soziale Verantwortung für die Bedürftigen auch wirklich geschützt ist. Und darum geht es jetzt. Wir haben bei der Berechnung der Hartz-IV-Regelsätze Punkt für Punkt genau nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes geklärt, wie sie sich zusammensetzen müssen. Es hat eine Entscheidung gegeben, die ja auch am Anfang von der Opposition sehr umstritten gewesen ist, nämlich wir haben für die Erwachsenen bei der Berechnung der Hartz-IV-Regelsätze Alkohol und Nikotin herausgenommen, weil wir gesagt haben, es geht um die absolute Grundsicherung, die dem Sozialstaat das Anliegen ist. Wir haben stattdessen ein Bildungspaket für Kinder geschnürt. Wir haben also bei den Hartz-IV-Regelsätzen für Erwachsene Alkohol und Nikotin bei der Berechnung herausgenommen, stattdessen ein Bildungspaket für Kinder geschnürt. Und das ist genau eine zukunftsorientierte Sozialpolitik, wie sie vernünftig ist. Wer das ändern will, muss es konkret dann auch vorschlagen. Mein Eindruck ist, dass SPD und Grüne in Wahrheit, egal was die Koalition vorschlägt, immer noch eins drauf tun wollen, damit sie vielleicht in den bestehenden Landtagswahlkämpfen ein paar Pünktchen machen. Aber das kann nicht der Maßstab des Sozialstaates sein, wie gerade mal die parteipolitischen Vorteile im Wahlkampf gesucht werden. Frage von Herrn Petersen, oder? Herr Westerwelle, 2 Fragen, wenn Sie gestatten. Zum einen, können Sie auch die Position der FDP zu dem Streitpunkt Zeitarbeit und Lohnangleichung nennen? Und zum anderen, ist es so, dass Sie morgen Abend ein Spitzengespräch haben werden mit der CDU-Vorsitzenden und dem CSU-Vorsitzenden? Ich will über Terminierungen und über Gespräche, die noch stattfinden werden, hier nichts sagen, weil das wenig Sinn macht, wenn man so etwas vorher alles bekannt gibt. Ich kann Ihnen berichten, wir haben am Samstag
in München die drei Parteivorsitzenden zusammengesessen, haben eine sehr überzeugende gemeinsame Haltung, einen gemeinsamen Vorschlag ausgearbeitet, haben ein außerordentlich weitgehendes Angebot der Opposition gemacht. Dass die Opposition jetzt meint, sie müsse es an der Frage der Erhöhung der Regelsätze platzen lassen, das bedauern wir, hoffen, dass das nicht das letzte Wort ist und dass die Verhandlungen dann am Dienstag auch eine Chance haben. Wir haben auch in der letzten Nacht uns natürlich intensiv ausgetauscht. In den frühen Morgenstunden hat es natürlich auch ein entsprechendes Telefonat und einen Austausch zwischen der Bundeskanzlerin und mir gegeben dazu. Nicht nur mit den eigenen Verhandlungsmitgliedern der Delegation, sondern insgesamt auch natürlich gegeben. Was die Frage der Zeitarbeit im Konkreten angeht, ist die Sache sehr klar. Die Zeitarbeit ist ein Motor für viele neue Arbeitsplätze. Sie wurde eingeführt von der Regierung Schröder-Fischer von Rot-Grün, weil man dann, wenn Auftragsspitzen da sind, flexibel reagieren muss. Und das ist der Sinn. Die Zeitarbeit ist ein hervorragendes Instrument, um in Auftragsspitzen, gerade im Mittelstand, flexibel und maßgeschneidert reagieren zu können, ohne den gesamten Betrieb zu gefährden, wenn dann mal vielleicht die Aufträge etwas weniger sind. Die Zeitarbeit ist nicht eingeführt worden, um einen Lohnwettbewerb zu begründen. Und deswegen haben wir auch ein entsprechendes Angebot gemacht, nach entsprechenden Fristen auch eine entsprechende gleiche Bezahlung in den Betrieben zu organisieren und zu ermöglichen. Auch dazu ist ein klarer Vorschlag gemacht worden. Bitte gerne. Bleibt es denn bei den 9 Monaten? Es geht ja gerade um diese Fristen. Sie haben die Zahl ja eben in den Mund genommen. Das verstehe ich so, als wenn Sie da Spielraum sehen. Ich glaube, 12 Monate wären besser. Und 9 Monate ist die Kompromisslinie, die angeboten worden ist. Und ich denke, das ist auch die richtige Größenordnung. Herr Westerwelle, es sind ja Vermittlungsgespräche. Wenn Sie nun so apodiktisch sagen, es bleibt bei 5 Euro, dann würde das ja für die Opposition, wenn sie das akzeptieren würde, geradezu eine Niederlage bedeuten. Das wäre ja ein Gesichtsverlust für die Opposition. Haben Sie denn nicht in der Tat auch noch, sagen wir mal, ein Joker in der Hand, um dann vielleicht doch noch die Regelsätze über die 5 Euro hinaus zu erhöhen? Wir haben ja ein großes gemeinsames Paket gestern Nacht vorgetragen. Und in vielen Bereichen, zum Beispiel bei der Zeitarbeit, sind wir ja auch der Opposition sehr entgegengekommen. Auch bei der Frage von Mindestlöhnen in bestimmten Branchen, bei der Frage der besseren Kommunalfinanzierung, bei dem Ausbau des Bildungspaketes, auch gerade für die Kinder und Jugendlichen, haben wir ein wirklich großes Angebot der Opposition gemacht, dass sie auf den letzten Metern dann mit einem Mal darauf besteht, dass die objektiv errechneten Regelsätze für Hartz IV noch einmal politisch willkürlich verändert werden. Nur damit die Opposition damit im Wahlkampf ein paar Punkte machen kann, das ist ja kein Argument, was man dem Verfassungsgericht vortragen könnte. Und das Risiko, dass wir vor dem Verfassungsgericht scheitern, so wie Rot-Grün ja mit den eigenen willkürlich festgesetzten Regelsätzen vor dem Verfassungsgericht gescheitert ist, das sollte eine solide bürgerliche Regierung nicht eingehen. Wie könnte denn dann ein Kompromiss aussehen? Ich meine, Sie werden das uns noch natürlich nicht verraten können. Gleichwohl, glauben Sie denn, dass es dann scheitern könnte? Das glaubt ja kein Mensch. Irgendwie wird man ja schon noch zusammenkommen müssen. Wir wollen, dass diese Verhandlungen nicht scheitern. Wir sind bereit, dass es zu einem guten, überzeugenden Ergebnis kommt. Aber es muss ein Ergebnis sein, das bei den Hartz-IV-Regelsätzen erstens den Bedürftigen hilft, zweitens die Arbeitnehmer in ihren Belastungen nicht überfordert und drittens objektiv errechnet ist, damit viertens es vor dem Verfassungsgericht nicht abermals scheitert, wie es Rot-Grün mit den eigenen Sätzen gegangen ist.
hat eigentlich der Mindestlohn mit Hartz IV zu tun? Da ist ein Zusammenhang und ein politischer Zusammenhang aufgemacht worden seitens der Opposition. Und wir haben unsere Bereitschaft erklärt, damit eben auch die Opposition ihre Punkte machen kann, wie es sich für einen guten Kompromiss gehört, dieses mit in die Gespräche einzubeziehen. Sie kennen unsere Haltung dazu, aber das zeigt auch, dass wir kompromissbereit sind. Dass wir hier solche Angebote machen, zeigt ja, wie kompromissbereit wir sind. Dass wir uns was anderes wünschen würden, das ist bekannt. Gibt es noch Fragen zu weiteren Themen? Vielen Dank.